die Organisation ist so, dass der Vorlauf ist eigentlich eher ein bisschen ruhiger. Das sind meistens zwei, drei Leute, die das, die Hauptorganisation machen. Der Aufwand selber fürs Fest ist, am Freitag werden die Sachen angeliefert. Samstag ist ein ganzer Tag Aufbau und Sonntag nach dem Fest wird die ganze Sache wieder abgebaut. Man kann sagen, zweieinhalb Tage ist das Festl zum Bewältigen. Der beste Durstlöscher natürlich heute ist ein Edelweiß, beziehungsweise das hervorragende Edelweiß, alkoholfrei, einfach ein Traum. Heuer waren es 20 Gruppen, wobei man sagen muss, es sind nicht nur Einzelspringer, sondern insgesamt kann man sagen, waren ca. 30 Leute, die gesprungen sind. Gelten tut der Einzelspringer, einer bis zwei Personen gilt als Einzelspringer und alles andere ab drei Personen gilt als Gruppe. 12, wo ist deine Startnummer? Das hat er mit seiner Handnummer. Das ist ein Bau. Geschwister oder was? Lesben. Was für Gruppen springst du? Wir sind vom Jugendrotkreuz in Lambach und springen als die nassen Fetzen JAK Lambach sponsert bei Wichtelstube. Fesches Dirndl, muss ich sagen. Danke, gehört der Mama. Gehört der Mama, natürlich. Lippenstift auch. Ja. Du bist zum ersten Mal dabei? Ja. Wie hast du dich angemeldet? Oh, heute kurzfristig. Heute kurzfristig. Hast du dich einfach spontan entschlossen, dass du damit tust? Ja. Sehr gut. Weißt du schon, was springen wirst? Nein, das mache ich dann auch spontan. Einzigen zwei echten Blondinen da. Ist das erste Mal dabei? Ich bin das erste Mal dabei, ja. Erstmal? Ja. Willst du schon was springen wert? Wahrscheinlich ein Auerbach-Salto. Ja. Ein Auerbacher? Sehr gut. Dreifach, ja. Ich darf heute in Vertretung der Theatergruppen ankündigen, wir haben da drei Superdirndln am Start. Theatergruppe Steinhaus natürlich. Ich hoffe, mit der Startnummer 16 wird es einen tollen Preis machen. Einer muss einen Salto springen. Weil das wird am höchsten bewertet, ich sage euch erst gleich. Und ich glaube, die Jungs werden das machen und das eine Mädel, das wir da mit haben, das ist unsere schöne Susi, die reißt die zwei Burschen raus. Jawohl. Naja, ich kann nicht schwimmen, wenn ich ehrlich bin, ja. Aber ansonsten ist es eine gute Veranstaltung, mir gefällt das super. Dirndlspringen hat eine Tradition. Immer mehr kommen schon aus Welshummer zu der Veranstaltung. Was mir aufgefallen ist, ist, dass natürlich jede Menge Leute, die gestern beim 50er von der TSG, beim 50-Jahr-Feier von der TSG waren, heute noch über das gleiche Gewand haben. Die haben also offenbar durchgemacht und sind schon wieder gut drauf. Also Dirndlspringen ist super. Ja. Nein, der Herr Bürgermeister ist ja vor zwei Jahren schon mal gesprungen und war für ihn auch ein Erlebnis. Der ist in der Lederhosen gesprungen, er hat sich kein Dirndl anziehen getraut. Er hat gemeint, die Lederhosen ist gescheiter. Heuer, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht war es ein bisschen zu kalt. Wetter hat es nicht, aber die Temperatur hat Wetter, weil das war im ersten Jahr, so wie heute, nicht ganz 15 Grad das Wasser und das beißt schon richtig dann. Wir stehen, oder die Gemeinde steht aber sehr hinter dem Verein und hilft uns auch tatkräftig, dass wir das so bewerkstelligen können und dürfen, wie es in diesem Rahmen stattfindet. Die Wichtelstube ist einer der Hauptsponsoren. Wir haben zwei Hauptsponsoren. Das ist eben die Wichtelstube aus Stolbara und das andere ist die Brau AG von Wels. Ja, also wir unterstützen natürlich diese Veranstaltung, weil einfach das zusammenpasst, die Marke Edelweiß, das Dirndl, die Tracht, einfach das Österreichische und der Spaß an der Veranstaltung. Das passt einfach perfekt zusammen und darum stehen wir da voll dahinter. Die Wichtelstube stellt uns da, oder hat uns voriges Jahr schon einige Leitdirndl zur Verfügung gestellt, die wir halt jetzt immer wieder verwenden können. Und was halt die Leute, die keinen selber haben oder auch das eigene vielleicht nicht, die dran schmeißen wollen, sie da ausleichen können. Ja, ja, unsere Dirndlkleidl vertragen auch das Traunwasser recht gut, das hat man ja heute gesehen. Und ich finde es auf alle Fälle ganz eine lustige Geschichte, dass das ist und dass sie da alle so beteiligen. Und es ist eine Mordsstimmung da gewesen bei dem Fest. Und die Wichtelstube freut sich natürlich, dass das Fest immer wieder sponsern kann und dass die Dirndln da so gut zum Einsatz kommen. Ich glaube, das ist eine ganz eine klasse Sache.
Ja, man merkt vor allem dann gerade bei jüngeren Leuten, dass sie extrem nervös sind. Und das springt schon über auch ein bisschen. Aber man ist selbst auch ein bisschen nervös, wenn man auf dieser Bühne da oben steht. Das, und die Leute, vor allem, das schaut ja fast aus wie ein Stadion eigentlich. Also das macht schon, das ist schon eine ganz eigene Atmosphäre. Ja. Und die haben sich ein bisschen was öffnen lassen. War ganz angenehm. Also mir hat ja die Menge von der DSG am besten gefallen, nicht? Also die Masse der Springer, und die sie auch was anderes haben, weil die waren ja zwei Tage jetzt voll im Einsatz. Wir haben ja 50 Jahre Feier gehabt, das DSG, und da sind wir ja eher nicht ganz so nüchtern, darum haben sie sich auch so viel Springer getraut. Ja, ich meine, bei der
Dichte an starken Springern ist das schon ein sehr starker Job, muss ich sagen. Also man muss schon genau aufpassen, was für Bewertung das man gibt, dass man nicht irgendwo in eine Gefahr läuft, dass sich wer beschweren kann. Das geht schon gut. Also, die Attestierung muss noch fertiggestellt werden. Sieh, da brauchst du einen Countdown. Nein, ich will eine gescheite Musik. Der hat im Wasser mehr verloren als auf der Bühne herum. Wirklich wahr? Ja, ich wollte mich einfach dieser weiten Kleidung entledigen. Und ich habe ja schließlich einen hübschen Bikini drunter an. Die ist nämlich heuer das erste Mal gesprungen und ich möchte jetzt auch mal über irgendwas sagen. Ja, unbedingt. Die hat das. Nein, es war voll super. Es war auch gar nicht so kalt, wie man sich glaubt, wie man glaubt hätten. Ja, natürlich. Und die Beschenkten freuen sich, glaube ich, alle und sparen natürlich auch beim nächsten Mal wieder mitzumachen.